Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Ihren Lieblingssender eingeschaltet haben. Ja, also heute bin ich mal bei einem richtigen Unternehmer. Also im Grunde, manche Unternehmer sind ja verrückt, das kenne ich aus meiner eigenen Unternehmerzeit, aber heute ist er hier, Dr. Florian Besler. Ja, so ist es richtig, oder? Vielen Dank, ja, richtig ausgesprochen. Bressler kommt von Breslau, da hat mein Großvater immer großen Wert drauf gelegt, aber Sie haben es super gemacht. Also nicht mit zwei S, oder? Ja, genau. Aber schön. Also auch wichtig, Sie sind promoviert. Sie haben ja wirklich kann man schon sagen, ein Wahnsinnsleben hingelegt bis jetzt. Ja, also es liegt immer so ein Stück weit im Auge des Betrachters. Also ich glaube, für mich selber bin ich zufrieden mit dem, was so die letzten, ich sag mal, 25 Jahre passiert ist. Es macht auch ein Stück weit entspannt. Es gibt natürlich Leben, die sind durchaus bewegender. Da darf man seinen eigenen Schemel auch nicht höher hängen, als er ist. Aber ich bin zufrieden. Aber erstmal ging es ja los. Sie sind geboren 1976, ja. Was sind Sie für ein Sternzeichen? Ich bin Skorpion. Skorpion. Also Einzelkind und Skorpion. Ah ja, okay. Und Sie kommen aus einer doch Unternehmerfamilie, ja. Mittelständisches Unternehmen. Genau. Aus der Druckerei-Ecke. Genau. Ja? Genau. Dort haben Sie dann bei Ihrem Großvater, glaube ich, gearbeitet. Genau. Und irgendwann haben Sie andere Ideen gehabt, oder wie war das? Ja, genau. Also mein Großvater hat die Druckerei in Erlangen in den 60er Jahren gegründet. Und wir hatten, ich sag mal so zur Jahrtausendwende, doch einen sehr, ich sag mal, ordentlichen mittelständischen Betrieb in Franken mit tollen Kunden. Und ich habe dann auch nach meiner Schule da eine Lehre gemacht. Mhm. Als was? Als Offset-Drucker. Also ich habe vor meinem Studium den handwerklichen Beruf eines Offset-Druckers gelernt. Übrigens hinter Ihnen ist ein Schrank, mit dem hat man früher noch die Bleisatz. Ja, ja, aber Buchstaben. Das ist ja ein ganz spannendes Berufsbild. Ja, ja, genau. Ich habe dann aber festgestellt, dass mein Vater war damals auch im Unternehmen und das hat nicht so funktioniert. Also wir waren so, ich sag mal, das Negativbeispiel für so interne Familienübergaben im Unternehmen. Bei manchen funktioniert es und das finde ich auch toll. Ja. Bei uns hat es nicht so gut funktioniert. Und warum hat das nicht so funktioniert? Ja, also mein Vater hat damals immer versucht, tunlichst zu vermeiden, mich irgendwie zu bevorteilen und hat mich dann immer, ich sag mal, tunlichst benachteiligt. Also grundsätzlich, wenn irgendwas in der Firma passiert ist, war es ich. Ja. Und das war für mich dann auch nicht so wahnsinnig spannend. Und dann habe ich mich entschieden, Kommunikationswissenschaften zu studieren. Und so gingen die Dinge dann ihren Lauf, ja. Aber das ist natürlich ein ganz spannendes Studium, das Sie da gemacht haben, weil Kommunikation ist ja everything. Also gute Kommunikation, die ist ja wesentlich. Ja? Genau, absolut. Also das war damals mit Schwerpunkt Marketing. Also ich habe gemerkt, ich möchte so in diese Marketing-Richtung gehen. Ich hatte auch damals schon, ich sag mal, Oberbegriff, nennen wir es mal Werbung. Ja. Fasziniert und ich war damals der Meinung, und es war auch die richtige Entscheidung, dass das zu mir passen könnte. Ja. Und das war dann auch, ich sag mal so, der Wegbereiter für die ein oder andere Tätigkeit, die mich jetzt im Nachhinein auch wirklich ein Stück weit auch mit Stolz erfüllt und ja, mich jetzt auch hier auf diesen Sessel gebracht hat, auch mit ein paar Umwegen. Aber alles grundsätzlich richtig gemacht. Ja. Das verraten wir ein bisschen später. Aber jetzt sind wir erst einmal bei Ihrer doch beeindruckenden Vita. Vielen Dank. Sie sind ja rhetorisch sehr begabt. Ja. Sie sind jemand, der schon also ein Macher ist. Ja. Aber Sie waren ja dann also in einer richtigen, tollen Laufbahn. Sie waren bei Serviceplan. Also genau. Das ist ja ein Mega-Unternehmen, die Familie Haller. Genau. Die ja, also manchmal fragt man sich ja, wie geht das alles? Ja, weil Werbung ist ja heute doch durch die Digitalisierung ganz anders geworden. Aber es ist ja ein Riesenladen. Absolut. Aber da haben Sie ja vieles gemacht und haben ja auch irgendwie Step by Step eine Karriere hingelegt. Ja, also man muss, ich sag mal, da vielleicht ein Stück weiter ausholen. Vor Serviceplan waren natürlich noch verschiedene andere Stationen. Also ich bin nach meinem Studium, hatte ich den großen Vorteil, ich habe mich da bei S. Oliver beworben in Rottendorf bei Würzburg. Bei der Modefirma. Genau. Mhm. Und habe mich eigentlich als Junior beworben nach meinem Studium. Und da gab es damals einen Marketingleiter, den Heinz Ramseyer. Der mich dann gefragt hat, ja, Herr Bressler, Sie haben sich als Junior beworben, aber wir haben da zwei andere Stellen. Und das war dann eben, ich sag mal, das war die Stelle eines Produktmanagers und eines Brandmanagers. Heißt, ich konnte mir eigentlich diese Junior-Phase sparen oder überspringen, was mich dann auch dazu geführt hat, dass man in jungen Jahren, wenn man ein eigenes Team hat, natürlich viele Fehler macht. Aber man lernt auch viel. Ja. Und das war so eigentlich so der Wegbereiter, dann noch über ein, zwei weitere Stationen, beispielsweise auch bei der DHL, Deutschen Postgruppe, wo ich in Deutschland verantwortlich war für die Marketing Services.
Ja, und dann bin ich zur Serviceplan-Gruppe gekommen. Und ich muss sagen, es war damals schon mit Abstand die erfolgreichste Agentur in Deutschland. Auch die größte Agentur. Heute ist es die größte inhabergeführte Agenturgruppe der Welt und die erfolgreichste inhabergeführte Agenturgruppe der Welt. Und es ist schon so, dass wenn man, ich sag mal, mit Anfang, Mitte 30 dort Partner und Geschäftsführer ist. Wie wurden Sie denn Partner? Das ist ja völlig außergewöhnlich, weil damals war ja, glaube ich, Senior Haller noch am Ball. Also da müssen Sie ja auch. War schon der Junior. Ja, die Eminenz war natürlich noch überall also, allgegenwärtig, aber es war schon von Florian zu Florian. Ja, quasi, genau. Oder? Genau. Nee, ich habe damals einen, es gibt ja den Gesamtvorstand der Serviceplan-Gruppe, immer bestehend aus 4 bis 5 Leuten. Damals gab es, oder gibt es auch heute noch, den werten Ronald Focken. Und wir haben dann damals geschaut, okay, es war so das Jahr 2010, 11. Es ist damals wahnsinnig viel passiert im Bereich digitale Transformation. Es gab damals die Anforderungen weg vom physischen hin zum digitalen. Es gab wahnsinnig viele Firmen innerhalb der Serviceplan-Gruppe. Und aufgrund meiner Expertise in den vorangegangenen Stationen war ich immer schon derjenige, der so ein Stück weit das Marketing mit der Exekution, mit der Marketing-Exekution verbunden hat. Also sprich, das eine ist die Kommunikation an den Endkunden, aber eben auch mit der Effizienz einer Produktion. Also sprich, auch Zahlen- und wirtschaftsgetrieben. Und das fanden die Herren damals sehr spannend und haben mir die Möglichkeit gegeben, innerhalb der Serviceplan-Gruppe ein eigenes Netzwerk zu gründen. Das war die Serviceplan Solutions. Ich habe damals auch noch einen Kollegen mit dazu geholt, einen ehemaligen Weggefährten von der DHL. Ja, und dann durften wir dort schöne Jahre verbringen, haben tolle Projekte gemacht. Und ich muss auch wirklich sagen, die Serviceplan-Gruppe steht heute zu Recht da, wo sie ist. Es ist die erfolgreichste inhabergeführte Agenturgruppe der Welt und das nicht ohne Grund. Und es macht mich persönlich sehr stolz, da gearbeitet zu haben, auch in dieser Funktion, tolle Menschen kennengelernt zu haben. Und jeder, der dort arbeitet, kann stolz sein, dass er da arbeitet. Ja. Jetzt gibt es ja diesen Slogan von vielen, vielen Jahren zurück, der heißt, wer nicht wirbt, der stirbt. Jetzt ist ja die Werbung ist ja unglaublich jetzt anders verlaufen. Ja? Also man sagt ja, also zum Beispiel nehmen Sie den Buchhandel, da gibt es heute zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die Julia Eisele kennen, die macht nur 8 Bücher pro Jahr. Eine sehr erfolgreiche Verlegerin, die hat sich einfach selbstständig, war früher bei Piper, war dann eben auch bei Goldman und so. Aber die sagt, nee, ich brauche überhaupt keine Werbung, sondern ich mache einfach eine gute Presse, ich brauche eine gute Pressearbeit. Ja? Ist das so ein bisschen Wettbewerb aus Ihrer Sicht, gute Presse? Also wenn ich eine gute Presse habe, also zum Beispiel jetzt, sind mir aufgefallen, weil Sie wirklich ein dynamischer Unternehmer sind, also jetzt sind Sie im Fernsehen, ja? Weil Sie ja was zu sagen haben. Ja? Aber wie ist es mit Anzeigen und so? Das ist ja etwas, was ja sagen wir mal, viel Geld kostet. Ja, desto bessere Journale man nimmt, desto teurer wird es. Ja. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie, oder ist das eine gute Kombination Presse und Werbung? Naja, sagen wir es mal so. Es kommt natürlich immer darauf an, wen will man erreichen und um welches Geschäft oder um welches Business geht es. Ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn Sie das Beispiel hier nehmen in der Männerwerkstatt, haben wir natürlich ein Publikum, die sind sehr online-affin, die wollen schnell buchen, die wollen Erreichbarkeit haben. Da müssen sie schauen, dass sie in den Online-Medien präsent sind. Ich sage mal, gute Presse in Qualitätsmedien ist immer gut und wichtig, ist halt immer schwer zu messen. Ja? Also wir haben ja in der Kommunikationsbranche auch immer diesen berühmten Parameter der Messbarkeit. Mhm. Ja? Das heißt, was bringt es jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt eine Anzeigenseite in, keine Ahnung, der Bunten buche für 5.000 Euro, ist es wahnsinnig schwer, ich sag mal, diesen direkten Impact zu messen. Für ein Unternehmen, wie wir es jetzt sind, wir sagen, wir investieren unser Geld in Kommunikationsmaßnahmen, wo wir sehen, was bringt es uns, ja? Sprich Buchungen und so weiter. Und für Firmen, die natürlich breit gestreut sind, wie jetzt beispielsweise Adidas, Nike, ist es natürlich eine sehr sinnvolle ergänzende Maßnahme. In unserem Falle wäre es budgetär aktuell nicht ratsam. Da ist natürlich sowas wie hier sehr spannend und schön, weil da können wir uns auch ein Stück weit präsentieren. Leisten könnten wir es uns jetzt als, ich sag mal, doch noch relativ kleines Unternehmen so nicht. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, ist es so, nehmen wir mal einfach so, wir sind zum Beispiel ein großer regionaler Fernsehsender
Da fragen die Leute, welche Quote haben sie? Wir haben natürlich eine unglaublich gefühlte Reichweite. Also München ist zum Beispiel für uns, München TV, ist einfach ein Heimatmarkt und da kennt man uns. Und jetzt kommt ja eines dazu, wenn wir jetzt irgendjemand zeigen, dann hüpfen natürlich auch andere Medien drauf und sagen, Mensch, der ist auch interessant. Ja? Also das merkt man, also sagen wir mal, wir in Bayern haben also tolle Gäste und wir haben, und manchmal sind die bei wir in Bayern und manchmal sind sie bei München TV. Also das sind schon Dinge, wo wir einfach sagen, die Synergien, die Netzwerke, die sind ja mega wichtig. Ja? Absolut. Ja. Also gerade in Ihrem Fall, glaube ich, Sie haben wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie, die uns jetzt alle auch schon 2 Jahre lang begleitet, denke ich, auch ein Stück weit davon partizipiert. Ja? Weil ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass in solchen Zeiten die Menschen auch ein Stück weit regionalen Halt suchen, dass die Menschen wissen wollen, was passiert denn eigentlich um mich rum? Was gibt es jetzt morgen wieder für Regeln? Und speziell in München natürlich auch. Speziell in München. Ja, oder hat ein Restaurant zugemacht oder was auch immer. Absolut, die Menschen sind zu Hause, haben Zeit. Ich glaube, dass das auch in vielen so einen Mechanismus vielleicht mal in Gang gesetzt hat, so ein Stück weit Entschleunigung. Man sagt, ach Mensch, ich habe jetzt Zeit und ich besinne mich jetzt vielleicht mal auf das ein oder andere. Und ich glaube, da ist ja München TV auch prädestiniert. Absolut. Jetzt, was ist denn eine gute Kommunikation? Also Sie haben studiert, Sie sind promovierter Kommunikationswissenschaftler. Was ist denn eine gute Kommunikation aus Ihrer Sicht? Ja, ist immer, also da werden Sie, wenn Sie 5 Leute fragen, 6 Meinungen hören. Ist schon klar, ja, aber ich frage Sie jetzt, Ich sag mal, eine gute Kommunikation aus Sicht, also mein Spezialgebiet oder meine Leidenschaft ist natürlich die Kommunikation in der Werbung. Ja, und aus meiner Sicht ist es natürlich immer so ein Mix aus dem Verständnis, wen will ich erreichen, wie will ich den erreichen, welche Sprache oder welches Wording, welche Worttonalität muss ich benutzen, um denjenigen mit meiner Botschaft zu erreichen, gepaart mit den Parametern wie zu welcher Uhrzeit, auf welchem Kanal. Das ist ein Zusammenspiel aus sehr vielen Maßnahmen. Ich glaube, die einfache Antwort gibt es da so nicht. Ja. Herr Dr. Bresler, aber dennoch ist es wichtig, ich sage immer, Smalltalk ist Big Talk. Yes. Also manchmal so, wie geht's? Und dann den anderen lässt man gar nicht antworten. Also ein guter Smalltalk ist sehr wertvoll. Ja, ja, wie geht's, ist ja auch immer so ein rhetorischer Klassiker, weil derjenige, der fragt, wie geht's, den interessiert es ja gar nicht. Ja, genau. Ja, das ist ja völlig klar. So, wie geht's, antwortet ja jeder mit, ja super, wird auch erwartet, aber jetzt fragen Sie mal jemanden, wie geht's, wenn er sagt Ihnen, ach Mensch, mein Hund ist gestern gestorben, ja, genau. Meiner Oma geht's nicht gut, ich habe wegen Corona kein Geld mehr und ich habe auch noch Syphilis, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das können wir ja rausschneiden, oder? Ich sag mal, das ist auch sehr subjektiv immer und man erwartet ja mit dieser Frage immer eine Antwort, ja super. Ja. Ich habe 2 Jahre mal in der Schweiz gelebt. Ich habe das gelernt in der Schweiz. Also wenn man jemanden anruft, dann sagt er, wie geht's? Ja, dann muss man erst hören, wie es wirklich geht. Ja. Und dann fragt er zurück, wie geht's denn dir? Dann muss man wieder warten. Ja. Aber ich finde das toll. Ja, absolut. Ich finde das toll. Jetzt, wie wichtig ist denn Emotion? Körpersprache ist ja auch ein mega Thema. Ja? Also ich glaube, wenn man ihre Hände festbinden würde, würden sie ganz anders reden. Oder bei mir, als wenn man... Absolut. Einfach zeigt Authentizität, ja. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen gespielter Authentizität. Kann man das bitte rausschneiden? Nein, das ist einfach nicht. Also bei uns schneiden wir nichts raus. Scheiße. Nee. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen gelernter Authentizität und natürlicher. Ja, das ist einfach der Punkt, man merkt, ein wahnsinnig gutes Beispiel, das habe ich neulich erst zu meiner Freundin gesagt, Oliver Kahn zum Beispiel. Wenn man sich anschaut, wie sich Oliver Kahn in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Ja, also sprich von jemandem, der immer hoch emotional war, wirklich auch egal, was, was man über ihn denkt, immer vorne dabei war, feuerfrei. Und mittlerweile ein wahnsinnig smarter Redner ist, der sehr eloquent Dinge präsentiert, hinterfragen und erklären kann. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für, da merkt man, das meint jemand wirklich so. Ja. Auf der anderen Seite, wenn Sie mal in der Politik schauen und das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber das sehen Sie dann auch, ich sag mal, den einen oder anderen Kandidaten, der dann ganz bewusst um seine nichtssagenden Aussagen zu untermauern, ich sag mal, den berühmten Handschwenker macht, ja, also da merkt man relativ schnell,
du hast nichts zu sagen und meinst, mit Körpersprache wird es jetzt besser. Nein, wird es nicht. Naja. Ja. Und das Gegenüber merkt es dann und kriegt eben einfach dann schlechtes Gefühl. Man sagt hier, da stimmt was nicht. Ja? Wahrscheinlich. Ja, also ich bin so jemand. Ich achte immer auf Körpersprache und sage, passt denn das alles zusammen? Ja. Stimme. Sie haben zum Beispiel eine kräftige Stimme, ja, ich auch. Ja? Aber Stimme ist ja auch Stimmung. Ja. Wenn man also jetzt speziell im Telefonbereich, wenn man jemand anruft und du merkst, ja, wie geht's? Ja, es geht schon. Also, dann merkt man sofort, da ist was. Ja? Absolut. Und da kann man natürlich auch kommunikativ reingrätschen oder eben einfach motivierend so weit einfach motivieren, dass vielleicht man raushört, dass das egal ist. Oder man weiß ja nicht, was die momentan macht. Ja, ja, ich meine, da kennen Sie sich besser aus als ich. Ja? Ich meine, da sind Sie ja seit Jahrzehnten bewandert im Bereich Motivation. Ich glaube, da wäre es jetzt vermessen von mir, irgendeinen schlauen Satz dazu anzubringen. Gleichzeitig ist es schon so, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch kennen, ein Stück weit, wenn Sie irgendjemandem die Hand, ich meine, ich glaube, ich habe seit 2 Jahren niemandem mehr richtig die Hand geschüttelt, fällt mir gerade ein. Aber wenn Sie jemandem die Hand schütteln... Dann merken Sie schon, dass los ist. Ja, aber was ich sagen will, ist dieser künstlich feste Händedruck. Ja. Ja, wenn jemand eben, um zu vermeiden, irgendwo vielleicht gefühlt schwach oder der ganze Schmarrn, der da immer kursiert, wenn einem jemand so einen bewusst starken Händedruck gibt, das finde ich ist auch so eine Unart, die sich mittlerweile so ein Stück weit durchsetzt. Und das kann ich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht leiden. Ja, dann sage ich, hast einen starken Händedruck, hast gut geübt. Das nächste Mal können wir uns auch normal die Hand geben. Ja, oder wenn der gleich so mit Anlauf kommt. Ja genau. Dr. Heinrich von Pierer hat mir mal gesagt, wer nicht mit den Medien geht, der geht. Was halten Sie von dem Zitat? Ja, Ron Sommer hat Anfang der 90er gesagt, das Internet warten wir nochmal ab. Ne? Ja, also, genau. Ist dann auch irgendwann gegangen. Ja, ja. Genau. Heinrich von Pierer, übrigens Erlanger. Ja, ich bin weiß. In Erlangen geboren. Ist dann natürlich... Sie haben dort auch die Lehre gemacht in Erlangen. Ja, so. Ja, wer nicht mit den Medien geht, der geht, das ist richtig. Gleichzeitig muss man auch nicht jeden Trend mitgehen, nur weil gerade wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja, also... Wir haben so einen starken Wandel erlebt in den letzten 10 Jahren und es wird auch exponentiell, die Informationstiefe vervielfältigt sich jedes Jahr um Faktor X. Wenn Sie da jeden Trend mitgehen, dann werden Sie irgendwann feststellen, dass Sie vergessen haben, woher Sie kommen und eigentlich Ihr Kernziel aus den Augen verloren haben. Also Medien ja, aber die richtigen. Ja. Lassen Sie mich mal, Sie sind ein absoluter Kommunikationsprofi, lassen Sie mich einfach mal Sie fragen, was ist denn so jetzt bei Djokovic in der Kommunikation fehlgelaufen? Naja, also... Das ist ja unglaublich. Ich kann Ihnen da jetzt nur meine Meinung sagen. Ja, nee, aber... Es ist eine Katastrophe. Ja. Ja, also er hat geglaubt, er kann übers Wasser gehen oder so, ja? Ja, nicht nur er, sondern es glauben ja anscheinend in Serbien gerade alle ja, wenn sich da sogar der Präsident berufen fühlt, einzuschreiten. Es ist natürlich ein völliges Kommunikationsdesaster. Ich kann es mir persönlich nur damit erklären, dass es ihm wurscht ist. Also ich denke, es ist ihm egal. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er beraten wurde, ja, weil... Also wenn, dann schlecht. Von wem genau. Und in was. Ja. Ja. Also es ist auch aktuell, man kann jetzt über Impfen sagen, was man will. Ja. Also ich bin geimpft, ich möchte aber trotzdem jeden den Freiraum lassen. Das ist das eine. Ja. Gleichzeitig denke ich in der aktuellen Situation, gerade dem Australier gegenüber, die teilweise 1 bis 2 Jahre lang nicht zu ihren eigenen Familien einreisen durften. Also sprich, wir hatten ja in Deutschland eine sehr humane Einreisepolitik. Wir haben unsere Mitbürger auch in unser Land wieder geholt, wohingegen Australien gesagt hat, nee, ihr bleibt draußen. Und wenn jetzt Australien sagt, ein Novak Djokovic, der nachweislich gefälscht hat, der nachweislich ungeimpft ist, den lassen wir einreisen, wäre das natürlich das falsche Signal gewesen in alle Richtungen. Also make a long story short, eine völlige Katastrophe. Und ich denke, diesen Image-Schaden, da werden wir in 10 Jahren nicht mehr drüber sprechen, war Djokovic der erfolgreichste Tennisspieler, sondern wir werden sagen, Djokovic hat damals doch in Australien... Was ist jetzt wieder der Kommunikationsfachmann, haben Sie vollkommen recht. Und jetzt geht es ja weiter. Auf jedem Tennisplatz, sagen wir mal, auf international, also French Open etc., die fragen alle, sind Sie geimpft oder nicht? Sonst spielen Sie nicht. Genau. Das kommt ja dazu. Richtig. Also ich verstehe das auch. Jeder sollte sich irgendwie, was das Impfthema, muss er selbst entscheiden. Dennoch geht es immer um das Thema Leben und Tod, wie wir wissen. Ja. Und darum ist es schon auch wichtig, auch da eine einwandfreie Kommunikationspolitik zu leisten. Was ja momentan ein riesiger, zum Schluss, momentan weiß ja keiner mehr, was darf man, was darf man nicht. Ja. Das wird ja immer schlimmer. Ja. Und zum Schluss
wird jeder sagen, okay, jetzt gehen wir halt, dann kriege ich es halt. Ja. Und genau. Dann bin ich halt einfach, ja. Das ist diese Entseuchung, ja. Ja, die findet statt. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden mit Ihrem neuen Business, das Sie machen, und zwar mit der Männerwerkstatt. Ja. Wir sind also, liebe Zuschauer, wir sind jetzt in der Männerwerkstatt. Wunderbar, hier in Schwabing, in einer wirklich tollen Gegend. Ja, also, Männerwerkstatt. Wir werden jetzt dann den Sessel wechseln. Gerne. Aber das ist ja, Entschuldigung, eine geile Idee. Absolut. Wie kamen Sie da drauf? Ja, man muss fairerweise sagen... war ja schon vorher, Hammer. Genau, also die Idee ist natürlich nicht neu. Ja. Es gibt ein Original, ja, das gibt es in den USA. Ja. Die nennen sich Hammer and Nails, also Hammer und Nagel. Daher kommt die Idee, ja, und man muss ja nicht immer alles neu erfinden, sondern man kann ja, ich sag mal, auf guten Bestehenden aufbauen und versuchen es einfach ein Stück weit besser zu machen. Ja. Und so ist diese Idee entstanden. Da haben wir letztes Jahr die Männerwerkstatt gegründet und wir sind auch trotz Corona sehr zufrieden. Wir werden gut angenommen, haben tolle Kolleginnen, die tolle Arbeit machen und ich glaube, dass wir da ein ganz tolles Thema haben. Ja. Liebe Zuschauer, jetzt machen wir eine kleine Pause und dann sprechen wir über die Männerwerkstatt. Gerne. Herr Dr. Fessler, also jetzt gehen wir doch das mal durch, die Männerwerkstatt. Also erstmal, der Name, den finde ich super. Also Männerwerkstatt. Vielen Dank. Ja, weil normal ist meiner Freundin eingefallen. Ja? Also meine Freundin hat gesagt, Florian, du musst es Männerwerkstatt nennen. Ja, finde ich super, also das finde ich super. So, das einmal das Erste. Also Männerwerkstatt, ich glaube, Ihre Freundin macht ja auch mit Autos was, hat ja auch mit Männern zu tun und damit Hundefutter. Sie macht sie ist, glaube ich, auch sehr kreativ, absolut, oder? Absolut. Frau Eichinger, oder? Ja, genau. Ja, also jetzt Männerwerkstatt. Fangen wir doch mal da an. Also Maniküre. Also ich gestehe, also ich gehe auch ab und zu Maniküre. Also wenn ich irgendwo in Hotels bin oder auf der Welt, dann mache ich das immer. Ja? Also Friseur fällt bei mir aus, ja. Dennoch, die schnelle Nummer. Also das finde ich ja super, in 15 Minuten werden Maniküre. Ja? Genau. Also das heißt, auch mit Lack oder so, wenn die Männer das wünschen? Also Lack haben wir bei uns nicht. Also wir haben tatsächlich, vielleicht fangen wir mal anders an, die Mädels, die bei uns arbeiten, sagen mir immer, dass es am Mann arbeiten viel entspannender und bequemer ist. Warum ist das so? Weil es scheint so zu sein, als dass der Mann einfach der nicht so anspruchsvolle Kunde ist, was jetzt nicht heißt, dass die Arbeit eine andere ist, sondern dadurch, dass wir zum Beispiel, also wir haben natürlich keinen Lack oder keinen Shellack und so weiter, was wir bei uns machen, sondern wir können uns tatsächlich darauf konzentrieren, einfach die Nägel, die Hände und das Gesicht schön zu machen. Und aus dem Grund fallen bei uns so verschiedene Behandlungen einfach weg, wie zum Beispiel Lack. Ja. Und das finden die Mädels, die hier arbeiten, schon auch ganz nett. Ja, wobei es gibt ja schon also Männer, die auch gern so Naturlack, also durchsichtigen Lack haben. Gibt es schon auch, ja? Ja, machen wir aber nicht. Okay. Machen wir nicht. Gut, also dann, wenn wir da mal drauf gehen, der Klassiker, ja? Das ist Männerhände. Also Männerhände, gibt ja auch zarte, es gibt richtig große Hände. Absolut. Und also wir haben bei uns grundsätzlich also diese drei Behandlungen und der Klassiker ist eigentlich so unser meistgenommenes. Ja, das heißt, wir haben auch wahnsinnig viele Kunden, das darf man nicht unterschätzen, die von ihren Frauen hergeschickt werden. Ja, also, da haben Sie den Mann mal los, oder? Wird ja, zum einen und zum anderen auch so dieses, komm, lass dir doch mal die Füße machen. Ja, lass dir doch mal die Füße schön machen, so durch die Blume, einen Gutschein schenken. Ja. Das Gleiche auch mit den Händen und da haben wir bei dem Klassiker eigentlich so alles dabei, was der Mann braucht. Ja. Also Nagelhaut, Hornhaut und danach ist alles getan, was man tun muss. Ja. Ist auch eine richtige Fußpflege. Absolut. Oder? Absolut. Es dauert knapp eine Stunde bei uns und da ist wirklich alles dabei, was man braucht. Ja. Wie Sie haben ja tolle Damen hier. Wie finden Sie solche Damen? Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also wir haben tatsächlich tolle Kolleginnen hier und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir so erfolgreich sind. Das ist nicht, weil ich jetzt hier stehe, sondern weil die Mädels so tolle Arbeit leisten. Also auch an der Stelle vielen Dank an euch alle. Ja, wir rufen in anderen Kosmetikstudios an, wir schalten Anzeigen. Wir haben jetzt auch gemerkt, in Zeiten der Pandemie, wo es vielen Kosmetikstudios leider schlecht geht, dass wir enorm viele Bewerbungen bekommen. Aber Sie haben ja auch zugehabt während der Corona. Wir haben auch zugehabt. Gleichzeitig haben wir, ich sag mal, die aktuelle Phase ganz gut überstanden. Wir vergrößern uns auch hier am Standort. Wir sind jetzt 10 inklusive mir. Wir werden jetzt in den nächsten 4 Wochen auf 15 anwachsen.
was ein Stück weit auch daran liegt, dass wir einfach tolle Arbeit leisten, also dass die Mädels tolle Arbeit leisten. Und die, ich sag mal, spricht sich auch rum unter den Kosmetikerinnen. München ist ja ein Dorf. Und wir haben schon echt viele mittlerweile auch, die sagen, hey, ich finde euch total cool, kann ich mich mal vorstellen, kann ich euch mal Bewerbungsunterlagen schicken, das ist schon so, ja. Jetzt ist es ja so, Sie machen ja nicht nur, sagen wir, Hände und Füße, sondern Sie machen ja auch Gesicht. Genau. Und Gesicht ist ja, also was ich so gelesen habe, die Männer kommen ja auch immer mehr zu sagen, ich möchte mich auch mal entspannen. Oder das ist ja wirklich was Schönes, wenn man also so eine Gesichtsbehandlung. Aber da haben Sie ja auch ganz tolle Technologien, die Sie einsetzen, oder? Ja, also wir haben, also zum einen ist es so, das größte Kompliment bei uns ist, wenn die Männer einschlafen. Ja. Und das passiert auch während der Maniküre und der Pediküre. Ja. Also ich würde mal sagen, von 10 Kunden schlafen bestimmt 5 ein und sagen danach, Mensch, war ein toller Tag. Und ähnlich ist es bei unseren Gesichtskosmetikbehandlungen. Wir haben jetzt hier 2 Kabinen, bekommen noch eine weitere dazu. Und da ist auch das Thema Massage, Auszeit, Wellness, mal eine Stunde wirklich das Handy auslassen. Das ist einfach, wenn man hier reinkommt, auch mal eine Stunde mal sagen, Servus, und ich bin jetzt mal nicht erreichbar. Ja. Jetzt schauen wir mal eine Etage weiter. Gerne, sehr gerne. Ja, Herr Dr. Bresler, jetzt sind wir hier. Im Maschinenraum, kann man sagen, oder? Ja, hier, absolut. Hier passiert einiges. Was ja toll ist, es erinnert schon ein bisschen an Amerika, oder? So ein bisschen, oder? Amerikanisches Ambiente, so ein bisschen. Ja, also man hat eigentlich versucht, so ein bisschen dieses Werkstatt-Thema umzusetzen, wenngleich man auch fairerweise sagen muss, wir werden hier auch ein Stück weit modernisieren. Wir wollen ein bisschen designiger werden. Das heißt, wir haben schon die Handwerker da, das passiert jetzt in den nächsten Wochen, aber wir kommen aus der Werkstattecke und das soll man auch sehen. Ja, schön, schön. Jetzt haben Sie ja auch Expansionspläne. Sie wollen ja, glaube ich, deutschlandweit gehen, oder? Genau, ja? Genau. Also jetzt stellt man sich unter Männerwerkstatt, das kann man ja, glaube ich, auch noch richtig ausweiten. Ja, absolut. Also Massagebereich natürlich. Dann haben Sie da auch Überlegungen, dass Sie mal sagen, bis hin, dass Sie mal so Tipps geben für Ernährung oder ich habe es ja eingangs gesagt, ich glaube, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So dieses Thema Verzetteln ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, das wollen wir nicht tun. Wir wollen auch kein Barber sein, weil dann müssen wir zu unserem Kosmetikhandwerk auch Friseure beschäftigen, haben wieder verschiedene Anforderungen. Das heißt, wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir können. Und das ist Hände, Füße und Gesicht bei Männern. Das ist der Plan. Ja. Und wir sagten ja zuerst, Sie haben natürlich auch tolle Damen hier, die das machen. Absolut. Haben Sie auch mal überlegt, ob da auch mal Männer kommen oder so? Ja. Wird ja dann auch ja, aber wir leben schon, muss man auch fairerweise sagen, davon, dass bei uns Damen arbeiten. Ja? Also wenn ich auch mal am Telefon hingehe und einen Termin einstelle, werde ich auch schon ab und zu mal gefragt, ob ich behandle. Dann sage ich, nee, keine Sorge. Ja, das macht bei uns jemand anders. Ja. Und in welchem Turnus kommen denn da so die Männer? Ja, es kommt drauf an. Also normalerweise so zwischen 2 und 4 Wochen, kann man sagen. Ja, wir haben auch Kunden da, die kommen einmal wöchentlich, lassen sich dann zumindest mal schnell nochmal kürzen und feilen. Dann haben wir andere, die kommen alle 3 Wochen für eine ausgedehntere Behandlung. Also es kommt immer drauf an. Jetzt ist es ja so, gerade wenn man, also ich kenne das so aus der Kosmetikecke, gerade wenn man irgendwie so sich wohlfühlt, dann möchte man ja auch gerne was erzählen. Wichtigste in Diskretion, also man... Das ist ja auch wichtig, weil die Damen reden ja auch. Bei uns ganz wichtig, wir haben natürlich auch Prominente da und Politiker, die haben dann auch ihren Bereich, wo sie dann hinwollen. Also da, wo wir jetzt beispielsweise waren, haben wir ein Separé. Und ganz ehrlich, die Mädels bei uns, wenn ein Kunde nicht sprechen will, dann sprechen sie auch nicht. Ansonsten unterhalten sie sich mit den Kunden, aber es ist ähnlich wie in Las Vegas, was hier im Laden ist, bleibt im Laden. Ja. Ja, genau. Klar, sonst funktioniert es auch nicht. Ja. Also die Kunden wollen schon auch das Gefühl haben, dass sie hier ihre Ruhe haben. Ja. Also auch wenn ein Fußballer kommt, dann wollen wir keine Fotos machen oder sonst irgendwas, sondern wir wollen dann einfach ordentliches Handwerk abliefern. Diskretion, ja, genau. Ja, Herr Dr. Bresler, also ich fühle mich jetzt richtig relaxed. Ich hoffe, ich schlafe jetzt nicht ein. Hoffe ich auch. Wäre nicht so gut, wäre nicht so gut. Muss ich allein weiterreden. Aber jetzt erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was über Rudi. Ja, ganz schlechtes Thema, weil ich musste leider Rudi vor ungefähr 10 Tagen verabschieden. Oh. Ja, das ist leider... Wurde er eingeschläfert, oder? Ja, ja. Aber es muss ja ein Riesenhund gewesen sein, oder? War ein Riesenhund, war ein toller Hund und hat mich auch 12 Jahre lang begleitet. Das war leider nicht mehr abzuwenden. Oh. Ja. Großer Hund. Ja. Was war das für eine Rasse? Das war ein Hirtenhund. Ja, ein richtiges Kaliber, ein toller Hund, überall dabei gewesen, beim Segeln, im Urlaub, im Auto. Ist so.
Sie haben ja eine unglaubliche Dynamik. Ja, wo kommt die her? Ist das so? Ja, ja, ja. Also ich glaube, das kommt auch immer so ein Stück weit daher, wenn man, ich sag mal, das, was man tut, gerne tut, dann brennt man auch dafür. Die Kolleginnen hassen mich auch manchmal dafür, hätte ich jetzt fast gesagt, weil ich kann schon auch sehr anstrengend sein. Das ist so. Aber ich glaube, das liegt einfach ein Stück weit daran, dass wenn man Dinge tut, die man gerne tut, dann brennt man einfach dafür. Man will es auch richtig machen. Was muss denn so ein guter Unternehmer, Sie haben ja wirklich viele Bereiche schon erlebt, was muss denn so ein guter Unternehmer alles tun? Weil schauen uns ja viele, vielleicht junge Menschen zu, die sagen, Mensch, so ein junger Mann auch, also sind ja irgendwie so Mitte 40, oder? Genau. Also Sie haben ja schon wirklich viel Erfahrung. Was muss denn ein guter Unternehmer haben? Oder beziehungsweise, was braucht man denn, wenn man sich selbstständig macht? Also ich sage es sowohl im Angestelltenverhältnis, also ich nenne es immer, sich für Geld anscheinen lassen, als auch im selbstständigen Umfeld, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt und auch weiß, dass man angewiesen ist auf sein Umfeld. Ja? Also sprich, wenn wir jetzt das Beispiel hier nehmen, wir können hier nur so gut sein oder ich kann nur so gut sein, wie es die Kolleginnen sind. Ja? Und man darf diesen Fehler nicht machen und immer alles auf sich projizieren, sondern man muss wissen, dass ein Erfolg nicht der Erfolg von jemandem selber ist. Und man darf sich auch nicht, man darf sich auch nicht nur über die Führung als Führung definieren, sondern als Teil. Klingt immer ein bisschen abgedroschen, aber so ist es. Ja. Was ja auch wichtig ist, also das habe ich, ich bin ja doch ein Stück älter wie Sie, habe ich immer gelernt, dass man auch, sagen wir mal, das Gute in sich selbst nicht vernachlässigen darf. Also ja. Ich kenne ja, also wahrscheinlich kennen Sie das, dieser ältere Indianerhäuptling, der seinem Enkel sagt, weißt du, in jedem Menschen leben zwei Wölfe. Ja. Einer ist böse und der andere ist gut. Und die kämpfen gegeneinander. Ja. Und dann sagt der kleine Enkel, ja, aber Großvater, wer von beiden wird den gewinnen? Und dann sagt er, den du am meisten fütterst. Genau. Und darum ist es auch wichtig, dass man sich, glaube ich, auch als Unternehmer auch mit guten Dingen füttert. Dass man sich auch mal belohnt, dass man auch mal sagt, hier, ich habe es gut gemacht oder ja. So. Manchmal lebt man ja dann das Leben von anderen Menschen. Und es ist ja immer so eine Partnerschaft mit ihren Kunden und mit ihnen. Also wenn die Kunden sich wohlfühlen, dann erzählen Sie es weiter. Ja? Und wenn Sie sich irgendwie schlechte Laune holen würden, dann erzählen Sie es auch weiter. Ja? So absolut. Ist es. Also ich kann jetzt da nur für meinen Fall sprechen. Bei mir persönlich ist es so, dadurch, dass ich tatsächlich all das erreicht habe im Berufsleben, was ich erreichen wollte, bin ich persönlich da relativ entspannt und habe jetzt nicht so den Eindruck, jetzt irgendwie durchdrehen zu müssen, wenn wir jetzt irgendwie einen Erfolg haben, sondern ich weiß, was an Arbeit immer zu tun ist. Und ich bin da auch sehr geerdet. Ja, also ich glaube, es kommt immer auf den Typ drauf an. Ja. Aber was ja auch wichtig ist, wenn man mal sagt, also zum Beispiel bei mir, also ich habe momentan, also ich habe keine Wünsche, sondern ich bin zufrieden mit dem. Das ist ja auch wichtig. Ja? Absolut. Also und dass man eben auch dann mal was weitergibt, dass man eben auch, ja, das finde ich schön, dass Sie immer von Ihren Kolleginnen sprechen, obwohl ja Sie der Chef sind. Ja? Das finde ich schön. Ja. Ja, das ist aber tatsächlich so. Ich habe das auch damals in meinen ersten Führungsfunktionen angefangen und ich habe auch zu meinen Geschäftsführern, die damals mir unterstellt waren, in Anführungszeichen, gesagt, bitte in meiner Gegenwart sprecht es nicht von Mitarbeitern, sondern von Kollegen. Sondern ich finde das einfach, das ist so ein persönliches Ding. Ich sage zu jedem immer, das sind meine Kolleginnen und das ist auch fein. Ja, da kann ich auch gut mit. Ja. Ihre Lebenspartnerin ist ja auch eine dynamische Unternehmerin, gell? Ja, absolut. Redet ihr auch so über die unterschiedlichen Bereiche, die ihr vertretet? Ja, viel. Also ja. Sie bekommt hier viel mit, sie ist auch oft da. Ich glaube, die Mädels mögen sie auch ganz gerne. Und sie mag auf jeden Fall die Mädels auch sehr. Und umgekehrt, mit ihrer Firma ist es natürlich schon auch so, dass sie da viel erzählt. Und ich bin auch, denke ich, relativ eng mit ihrer Familie. Und wir essen viel zusammen. Ich darf auch, liebe Schwiegermutter in Spee, mittags immer zum Essen kommen. Ja, also vielen Dank nochmal. Also ich bekomme da schon auch viel mit. Und das ist schon toll, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich auch austauschen kann. Ja, das ist super. Ja. Warum lieben Sie den Chiemsee? Also ich bin begeisterter Segler, hatte leider vor 2-3 Jahren ein bisschen Rückenprobleme. Jetzt ist da nur noch ein E-Boot am Chiemsee, ja, weil es ein bisschen einfacher ist in meinem Alter. Aber es ist einfach meiner Meinung nach die schönste Region, die wir haben. Man ist schnell beim Skifahren, der Klassiker. Im Sommer jede freie Minute am See. Ich möchte im Sommer auch nirgendwo anders sein.
Wir ziehen jetzt nach Kufstein gemeinsam im April, was auch nicht so weit weg ist. Da hat man es auch ein bisschen schneller nach Italien. Aber ich möchte aus dieser Region eigentlich nicht mehr weg. Ja. Nochmal zurück zur Werkstatt, zur Männerwerkstatt. Warum sagen Sie nicht Herrenwerkstatt? Ja, gute Frage. Ich sag mal, es gibt ja, aus meiner Branche kommt man ja sehr datengetrieben. Ja, das heißt, man macht ja nicht immer einfach irgendwas, sondern man hat einen Namen, eine Idee, also in dem Fall war es meine Freundin, und dann schaut man sich an, nach was sucht man denn? Ja, nach was wird denn eigentlich auch gesucht? Beispiel online. Und dann stellt man einfach fest, dass wenn ein Mann nach einer Kosmetik sucht, dann sucht er nicht nach Herren, sondern sucht er nach einem Mann. Mhm. Ja, und das ist einfach, ich glaube, Männerwerkstatt klingt besser als Herrenwerkstatt. Da ist dann auch viel subjektiv dabei. Mhm. Und das war dann so der Hauptgrund dafür. Ja. Wobei manchmal Frauen also schon auch Herren suchen, nicht nur Mann. Das ist richtig. Und wie gesagt, die Frauen sind auch eine große Zielgruppe bei uns. Ja. Es rufen auch Frauen an, die bei uns behandelt werden wollen. Ja, so aber ist geht nicht, oder? Nee, es geht nicht. Das, tatsächlich? Nee, machen wir nicht. Echt? Aber nee. Wie umschiffen Sie das ja, dann? Ja, ich sage dann immer ganz nett, wir würden gerne, aber... Frauen wollen das hier nicht, oder? Ja, es funktioniert nicht. Ja, also wenn Sie jetzt diese Behandlung hier genießen, dann wollen Sie nicht, dass eine Frau nebendran sitzt und auf Ihre Füße schaut. Und die Frau, die behandelt werden will, die will jetzt auch nicht mich daneben sitzen haben und der dann ihr zuschaut. Ja. Ja. Also das ist schon auch konzeptbedingt. Mhm. Ja, und da wollen wir auch stringent sein. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es funktioniert. Mhm. Ja. Jetzt nochmal die Frage zurück zu Corona. Wie haben Sie das dann gemacht? Haben Sie einfach, Homeoffice geht ja nicht hier, aber haben Sie da mehr ins Marketing reingesteckt? Oder? Ja, wir hatten ja auch geschlossen, wie alle anderen auch. Also wir haben das aber, ich sag mal, antizyklisch genutzt und haben umso mehr ins Marketing investiert. Ja, das ist natürlich auch, wenn man, das muss man auch können, ist klar. Wir können es. Ja. Und das hat uns dann schon auch geholfen, dass, ich sag mal, dass wir mit einem guten Schwung auch immer aus diesen Lockdowns rausgekommen sind. Ja, also das ist schon so. Ja. Wie wichtig ist Lage? Also man sind ja mitten in Schwabing, ist das wichtig? Oder? Aber es ist sehr wichtig. Wir haben eigentlich keine gute Lage, muss man fairerweise sagen. Wegen Parkplätzen oder so? Ja, wir haben eine super Lage, weil wir eigene Parkplätze haben, aber wir haben keine Laufkunden. Also wir haben den Riesenvorteil, eigene Parkplätze, das ist wahnsinnig wichtig, aber wir sind für den Laufkunden zu weit weg. Das heißt, bei uns ist es wirklich so, wir müssen durch Marketing auf uns aufmerksam machen und dann kommen die Kunden zu uns, weil sie zu uns wollen. Bei uns läuft keiner vorbei und sagt, ach Mensch, cool, kann ich mal einen Termin haben? Also ist auch, sagen wir, wichtig, die Mundpropaganda, absolut. Also, dass man wirklich absolut. Positiv absolut. Über das Ganze spricht. Absolut. Ja, schön, dass wir hier waren. Vielen Dank. Weiterhin viel Glück und ich denke, die Männerwerkstatt, die wird sich in Deutschland noch weiter vermehren, oder? Hoffen wir auch und vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung. Bis dahin noch eine schöne Zeit.